Kolja Goldstein vs. Bösemann ist der absolut heftigste Beef 2022 und jetzt vor wenigen Stunden hat Kolja dazu ein Statement abgegeben. Wir schauen uns heute alle Infos und alle Leaks zu diesem Beef an und ich frage mich persönlich, ist es alles real oder ist es nur Promotion? Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Heute geht es um Kolja Goldstein vs. Bösemann. Kolja ist ja momentan einer der gehyptesten deutschen Rapper überhaupt. Der Typ ist in den letzten Monaten komplett explodiert und viele Leute feiern ihn halt auch wegen seinen heftigen Lyrics. Eine seiner Lines ist komplett absurd und die wird später noch wichtig. Deswegen hinhören. Alle meine Freunde sind nervös, denn einer meiner Freunde hat einen seiner Freunde in Säure aufgelöst. Also, wie hat der Beef angefangen? Der Gangster-Rapper Bösemann hat vor ungefähr 2 Wochen auf seiner Instagram-Story seine Meinung zu allen möglichen Rappern abgegeben. Eigentlich relativ unscheinbar, wenn du deine Meinung dazu abgibst, aber bei Kolja Goldstein war das ein bisschen anders. Leute fragen mich, was ich über Kolja Goldstein denke. Ich denke, ich werde ihn zurück auf seine Skaterbahn schicken. Bösemann. Damit spielt Bösemann an, dass Kolja nicht so heftig ist, wie er tatsächlich in seinen Texten tut, weil er rappt ja viel über Drugs und über Säure und so. Und er will ja damit sagen, dass Kolja übertreibt und Sachen erfindet, weil er ist ja nur ein Skater. Und als Antwort auf genau diese Story hat Kolja dann das per DM geschrieben. Ich bin diesen Monat in Deutschland, dann treffen wir uns. Im Internet kann jeder reden. Ja, Bösemann hat dann unten nochmal dazu geschrieben, kommst du auf deinem Skateboard, vergiss deinen Schalldämpfer nicht, krasser Säuremörder. Ja, im Prinzip ist das halt der ganze Standpunkt von Bösemann. Also er sagt halt quasi, dass das Ganze nicht so real ist, was er rappt. Kolja wieder auch in Verbindung gebracht mit Cola. Ja, ich sag Cola, weil vielleicht wird das Video ja trotzdem noch monetarisiert. Also Kolja wird in Verbindung gebracht mit dem Vertrieb von sehr harter Ahoi. Da gab es auch eine Dokumentation mit ZDF darüber. Das ist wirklich ganz spannend. Das verlinke ich euch unten in der Beschreibung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und Kolja hat selbst angekündigt, dass er bis Ende der Woche bei Bösemann vorbeischauen wird. Und mit Ende der Woche meine ich Ende letzter Woche. Das heißt, wenn ihr nicht mitbekommen habt, was abging, dann schnallt euch jetzt gefälligst an, ja. Der Beef zwischen Kolja Goldstein und Bösemann hat jetzt also offiziell begonnen. Und eigentlich ist es jeden Tag spannend gewesen, weil gefühlt alle paar Stunden irgendwas Neues passiert ist. Bösemann hat nämlich gleich am Anfang versucht, Kolja zu exposen für Sachen, über die er eben rappt, aber die er nicht wirklich macht. Wir schauen kurz rein. Es geht ja um den Kolja Goldstein. Ich wurde gefragt, was ich über ihn denke. Ich habe gesagt, was ich denke. Es war meiner Meinung nach nicht irgendwie beleidigend oder sonst irgendwie. Bloß habe ich letztens mal eine Anfrage bekommen, ob ich ihn kenne oder ob ich weiß, wo er ist oder wo er sich aufhält. Er hat wohl irgendwie mal eine Geschichte erzählt, die er da so dargestellt hat, als wäre er dabei gewesen. Also bei dieser Geschichte gab es Todesopfer auf jeden Fall. Und er hat es dann so dargestellt, als hätte er sozusagen damit zu tun, beziehungsweise auch sein Umfeld und so weiter, was den Hinterbliebenen von dem besagten Opfer völliger Blödsinn ist und die sich da auch irgendwo beleidigt fühlen oder auf jeden Fall fühlen sich durch den Dreck gezogen, durch irgendwelche Rap-Videos und Rap-Texten und so weiter, ne? Weil die Leute haben mit dem so Scheiß nichts zu tun. In der Zwischenzeit kamen wirklich stundenweise alle möglichen Gerüchte auf, zum Beispiel, dass irgendjemand bei Bösemann zu Hause eingebrochen ist und seine Rolex geklaut hat und die dann eben an Kolja geschickt hat und Kolja hat halt dann damit geflext, so, aber das ist halt Blödsinn. Und das ist halt auch das Geile an dem Beef, beziehungsweise am Beef generell, dass du den Leuten halt einfach nur einen Mini-Knochen hinwerfen musst, ja, und sie beißen sofort an und das ist hier eben auch passiert. Am Dienstag, den 8.2. war Bösemann mit ein paar Kollegen bei einem Videodreh in Ingolstadt. Es hat sich halt irgendwo herumgesprochen, dass Bösemann halt da ist und halt ein Videodreh macht und deswegen sind auch Leute dazugekommen, die halt Stress machen wollten und es sind halt for real Schüsse gefallen. Bösemann wurde daraufhin von der Polizei verhaftet und man hört halt auch in diesem Video, wo man eben sieht, wo er verhaftet wird, dass der Polizist sagt, yo, sie riechen nach Schießpulver. Hallo, wo ist denn der Fahrzeugschein? Pulver, was für Pulver, Drogen meinen Sie? Von der Polizei Ingolstadt. Wir müssten wissen, wo der Fahrzeugschein ist. Und es gab sogar Leute, die dann in der Sekunde gesagt haben, yo, Bösemann hat das absichtlich gemacht, er hat sich absichtlich verhaften lassen, damit es quasi erst gar nicht zu einer Konfrontation mit Kolja kommen könnte. Aber das ist halt, das glaube ich auch nicht, weil so wie der Typ halt wirklich geredet hat über Kolja und über die Leute in seinem Umfeld, der Typ hat vor niemandem Angst. Und worauf ich halt hinaus wollte, genau dieses Event wurde von den Medien eben so berichtet, als wäre das quasi eine Schießerei zwischen Bösemann und Kolja Goldstein gewesen. Und in Wahrheit hat Kolja halt gar nichts damit zu tun, aber das ist halt gerade dieser riesen Beef, deswegen irgendwo, wisst ihr, was ich meine? Es geht sich schon irgendwo aus, um das in ein Video mit reinzunehmen. Aber eine kurze Zeit später wurde Bösemann dann wieder entlassen und jetzt wird's richtig spannend. Kolja hat vor 2 Tagen ein Bild auf Instagram gepostet, also in seine Story, wo man sieht, dass Bösemann von einem Kollegen von ihm oder von Kolja selber, wer weiß, verfolgt wird. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass es hier genau die gleiche rote Jacke ist, die er eben auch angehabt hat, wie er verhaftet worden ist in Ingolstadt. Es ist halt eine sehr auffällige rote Bomberjacke mit einer weißen Schrift hinten dran und man sieht halt auch, der Typ ist halt aufgeblasen wie sonst was. Na, Jungs. Bösemann, bist du das etwa? Also das ist halt so gut wie hundertprozentig Bösemann, ja. Aber man weiß jetzt nicht, ob das Bild wirklich von jemandem von Kolja aufgenommen worden ist oder ob das halt irgendein Fan fotografiert hat und halt an Kolja geschickt hat. So oder so ist das, was dann darauf folgend gepostet wurde, sowas von absolut heftig. Also direkt nach diesem Verfolgungsbild hat dann Kolja das hier gepostet. Morituri te salutant. Irgendwie so spricht man das vielleicht aus. Und das heißt übersetzt folgendes. Heute ist ein guter Tag, dass ihr macht, was ich sage. Achso, hoppala. Das sind ja Lyrics von Young Alpha. Ich würde sagen, das ist hier ein relativ
etabliertes Bordell. Olli. Ja, was denn? Das hier ist ein Kindergarten. Nice, for real. Das heißt übersetzt ungefähr sowas wie, es grüßen dich die Sterbenden. Und das ist schon mal eine absolut kranke Aussage. Also wenn es wirklich jemand ist, den Collier hier geschickt hat, der halt quasi auf böse Mann aufpassen soll, dann ist es schon mehr als nur krank. Also dann ist es schon wirklich heftig. So, jetzt ist aber die Frage, die letzte Woche ist doch schon vorbei. Wo ist das Staffelfinale? Sowas wie das Finale gab es jetzt nicht unbedingt, aber es gab einen Livestream mit Collier selber auf dem Kanal von Werner Frankfurt. Wer den nicht kennt, das ist ein Typ aus Frankfurt. Und ich habe gesagt, wir schauen einfach mal direkt in den Stream rein. Erstmal herzlich willkommen, Collier. Wie geht's dir? Grüß dich. Ja, mir geht's wunderbar. Ich bin gerade beim Abendessen in Amsterdam am Hafen. Sehr und habe ich mich den ganzen Abend darauf gefreut, mit Werner mal ein bisschen zu sprechen. Natürlich kannst du dir ja vorstellen, dass jetzt die eine oder andere Frage im Chat halt, die ballern das gerade voll. Ich stelle sie jetzt einmal und dann könnt ihr mal ein Statement dazu geben. Wie ist denn jetzt die aktuelle Situation bei der Geschichte mit Bösemann? Wirst du dich dazu äußern, ja oder nein? Das ist die Frage vom Chat. Ja, ich bin jemand, genau wie der Werner, ich mache meine Sachen nicht im Internet. Ich bin nämlich draußen jeden Tag und da kläre ich meine Sachen. Und deswegen dem bin ich nachgekommen, meiner Verpflichtung als Mann. Deswegen kein Kommentar weiter. Okay, alles klar. So eine hundertprozentige Antwort haben wir jetzt nicht. Was ist jetzt wirklich passiert? War Collier vielleicht bei Bösemann zu Hause? Hat er ihn konfrontiert? Hat er das einfach mit ihm geklärt? Wir wissen es halt nicht definitiv. Ja, aber ich gehe davon aus, dass der Beef halt damit quasi zu Ende ist. Es ist halt deswegen schwer zu sagen, weil Bösemann hat jetzt im Moment kein Instagram-Profil, weil er wurde gebannt. Ich weiß nicht genau warum, aber es gibt halt kein Profil mehr von ihm. Von dem her konnte ich von ihm auch kein Statement mehr dazu finden. Aber man muss halt immer dran denken, das sind beides Rapper. Und klar ist dieser Beef auf jeden Fall real. Zumindest es hat halt so seinen Ansporn. Weißt du, ich meine, wenn du mit jemandem beefst, ist es halt funny. Aber es geht halt dabei trotzdem noch irgendwo um die Publicity, die du da rausholen kannst. Am Donnerstag um 23.59 Uhr kommt eine neue Single. Nicht von Tim von Gewitter im Kopf, nein, sondern von Collier selber. Vielleicht gibt es auch noch ein, zwei kleine Anmerkungen zu dem Beef mit Bösemann. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, meine Freunde. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich für's Zuschauen damit. Bis zum nächsten Mal.